Willkommen bei einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. Mein Name ist Thomas und ich möchte euch heute gerne einmal zeigen, wie ihr die im Startmenü angezeigten App-Vorschläge deaktiviert, wenn diese euch nerven sollten. Ja, was meine ich, wenn ihr jetzt einmal hier ins Startmenü geht? Dann werden euch hier bei den eingerichteten Kacheln oft auch Kacheln angezeigt, die Werbung enthalten bzw. die andere App-Vorschläge beinhalten, damit ihr diese dann installiert. Wer jetzt etwas häufiger am Computer arbeiten muss, da kann ich mir gut vorstellen, dass dies dann nervt, so geht es zumindest mir. Deshalb habe ich diese Anzeige der sogenannten vorgeschlagenen Apps einfach deaktiviert. Und wenn ihr das auch wollt, dann macht ihr einfach Folgendes. Ihr geht in die Einstellungen, indem ihr hier links unten auf das Einstellungssymbol klickt. Dann sucht ihr euch den Bereich Personalisierung. Einfach mal draufklicken. Und im linken Menübereich findet ihr hier den Bereich Start. Nun sucht ihr euch die Einstellung Gelegentliche Vorschläge im Startmenü anzeigen heraus. Und stellt hier den Schalter einfach auf aus. Dann werdet ihr in Zukunft auch nicht mehr von diesen nervigen App-Vorschlägen gestört. Probiert es einfach mal aus. Wen es nicht stört, der kann natürlich auch diese Einstellung belassen. Aber so wie ich die meisten Leute kenne, finden die es einfach nur nervig. Okay, das soll es dann auch schon wieder für heute gewesen sein. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wenn euch dieser Tipp gefallen hat, dann gebt uns doch bitte ein Like. Hinterlasse einen Kommentar und abonniere natürlich unseren Kanal, damit du auch kein zukünftiges Video von uns verpasst. Tschüss, bis demnächst, Thomas von Heimnetzwerk und WLANhilfe.com. So, das war's für heute. Bitte vergiss nicht zu liken, vielleicht einen Kommentar zu hinterlassen und natürlich ganz wichtig den Abonnieren-Button klicken. Sonst könntest du ja eins von unseren neuen Videos verpassen. Ciao, bis zum nächsten Mal.